Wenn du als Unternehmer neue Zielgruppen ansprechen willst, deine Marke stärken willst, dich als Expertin, als Experte präsentieren willst und dabei auch noch Produkte verkaufen willst, dann ist Podcast sicher das richtige Tool für dich. Denn Podcasts werden nicht primär als Werbung wahrgenommen, sondern als Tools zur Wissensvermittlung. Das bedeutet, ihr könnt euch selbst im Rahmen dieser Möglichkeit als ExpertInnen präsentieren. Wichtig ist, wenn ihr so einen Podcast plant, ganz wichtig einmal den Inhalt definiert, wo seid ihr ExpertInnen? Ja? Und auf der anderen Seite, was ist eure Zielgruppe? Schaut euch einmal an, was ist euer Wissen und was ist der Nutzen der Zielgruppe, die es dann von diesem Wissen habt. Und das gleicht einmal ab. Wenn ihr einen Videopodcast macht, den nennt man Vodcast, oder einen Audiopodcast, Podcast, wichtig ist bei sowas, ein wirklich gutes Mikrofon. Ja? Braucht eine gute Akustik. Und wenn es dann einmal sozusagen den Aufnahmeknopf drückt, dann bitte achtet darauf, dass ihr nicht zu lange am Anfang schwafelt, sondern sagt gleich am Anfang, worum es in diesem Podcast geht und was die Rezipientin davon hat, dass sie diesen Podcast auch hört. Und ein ganz wichtiger Punkt auch am Anfang ist gleich, nicht irgendwie langsam anfangen mit der Energie. Ihr müsst mit voller Energie gleich reinfahren, dann habt ihr die Leute. Ihr könnt auch einen Podcast alleine aufnehmen, indem ihr selbst vor der Kamera seid oder vor dem Mikrofon. Oder ihr könnt es mit Gästinnen machen. Wählt die Gäste sehr gut aus, ja, um mit ihnen auch in einem guten Gespräch zu sein. Dann spielt ihn raus. Da gibt es Plattformen, da spielt sie auf eine Plattform raus und die verteilt das automatisch auf Spotify, Amazon Music oder Apple Podcasts, Deezer. Und wichtig ist aber, dass ihr auch die Kommunikation dazu noch übernimmt. Das heißt, postet es auf euren Social Media Plattformen, teasert das an. Habt Geduld, denn nur in der Konsequenz werdet ihr auch einen Erfolg sehen. Und in diesem Sinn wünsche ich euch einfach, startet euren Podcast, macht es gut. Und wenn ihr selber nicht weiter wisst, dann wir machen professionelle Podcasts für UnternehmerInnen schon seit einigen Jahren und kennen uns da genau aus, wie es geht.